Der Deutsche Computerspielpreis 2021, Klammer auf, auch zuständig für uns, weil österreichischen gibt es ja keinen. Der Deutsche Computerspielpreis 2021, Xinjiang aus der Ö3-Redaktion, wäre fast nach Österreich gekommen. Naja, es war schon ein bisschen David gegen Goliath. Nominiert waren der Microsoft Flugsimulator mit steirischer Grafikpower und das märchenhafte Abenteuer Ori and the Will of Wisps aus Wien. Angetreten sind sie gegen den millionenschweren Blockbuster des Jahres The Last of Us 2. Schon ein bisschen unfair. Also keine Schande, dass wir verloren haben. Trotzdem Hut ab vor der österreichischen Computerspielszene, falls Sie das noch nie gehört haben. Wir sind ein Land von Computerspielentwicklern und Entwicklerinnen. Das kann sich echt sehen lassen. Fast so gut wie Japan. Ja, wir sind schon sehr super, aber die Japaner waren einfach ein bisschen früher dran, besonders was die Fantasy-Rollenspiele betrifft. Und da gibt's was Neues vom Erfinder, also vom Urvater der Final Fantasy-Kultreihe. Das Spiel heißt Phantasian und ist ein klassisches Japan-Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen, rühriger Story und prachtvollen Luftschiffen. Das Besondere am Game? Eine wirklich ganz eigene Optik. Die komplette Umgebung wurde als Miniaturmodell in echt gebaut und erst nachträglich wurde das Spiel sozusagen virtuell hineingesetzt. Selten so etwas gesehen. Kein Wunder, dass sich Apple das Exklusivrecht gesichert hat. Heißt, das Spiel gibt's nur für Mac, iPhone oder iPad. Die Optik ist wirklich mega. Bei uns auch ganz ohne Apfelgerät zu sehen auf der Homepage.